Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In diesem Video gibt es für euch ein paar kulinarische Impressionen von meinem August. Ich war im August einige Wochen in Bayern unterwegs mit Freunden und habe unter anderem den Tobias Steinhäuser besucht, mit dem es auch schon ganz viele Interviews hier auf meinem Kanal gibt. Der Tobias hat uns hier schon ganz oft in Leipzig besucht und uns auch mehrfach eingeladen und jetzt in diesem Sommer hat es das erste Mal geklappt. Tobias wohnt in einem kleinen, schönen Dorf, ganz nah bei Würzburg, direkt am Main. Und ich habe die Umgebung dort sehr genossen. Wir waren mehrfach in den Weinbergen spazieren. Ich war auch jeden Tag mit unserem Hund Jackie am Main spazieren. Da habe ich zum Beispiel Mirabellen gefunden und auch viele Wildpflanzen, wie zum Beispiel Taubnessel, Schafgarbe, Spitzwegerich. Und da habe ich natürlich mir jeden Tag etwas gesammelt, sozusagen frische, gesunde Kost aus der Natur. Wenn ich auf Reisen oder unterwegs bin, habe ich schon seit Jahren immer ein Glas Grassaftpulver von Lebenskraft pur dabei. Das ist so mein frischer Saftersatz. Ich verrühre einfach ein bisschen Pulver mit Wasser und habe dann ein vitalisierendes grünes Getränk. Wenn ihr euch für dieses Grassaftpulver interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich kann euch einen genialen Smoothie empfehlen. Da wird einfach eine Cantaloupe-Melone gemixt. Dieses Rezept hat der Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp vor einiger Zeit veröffentlicht. Wirklich ein sehr einfaches Rezept. Einfach das Fleisch einer Cantaloupe-Melone schön cremig mixen. Das ist wirklich eine wundervolle Erfrischung. Mal eine ganz andere Art von Smoothie. Das habe ich jetzt im Urlaub das erste Mal probiert und es ist auf alle Fälle empfehlenswert. Wir verweilten am Main bei Tobias eine Woche und der krönende Abschluss war sein Main-Event mit 50 bis 60 Personen. Es gab auch zwei fantastische Buffets, einmal mittags und einmal abends. Und am Abend vorher haben wir mit ganz viel Spaß und Freude die beiden Pavillons dafür aufgebaut. Also dieses Buffet war wirklich fantastisch. Ich kann mir vorstellen, dass einigen Teilnehmern die Kinnlade runtergeklappt ist, besonders beim Mittagsbuffet. Ich komme dann erst am Nachmittag dazu. Und bei dem Event war auch die Fanny vom YouTube-Kanal Fit mit Fanny dabei und die hat wirklich ein sagenhaftes Buffet mitgestaltet. Das war wirklich grandios. Ihr seht das schon an den Fotos, das kann auch Rohkost sein und Fanny versucht immer so fettarm und so einfach wie möglich ihre rohköstlichen Kreationen zu gestalten. Die sind oftmals nur mit Datteln oder Yakon-Sirup gesüßt. Ich verlinke euch den Kanal von Fanny oben in der Infobox, da findet ihr auch schon einige Rezeptvideos. Alle ihre Rezepte findet ihr auch in ihrem Buch Top Ernährt, Nix Entbehrt. Ihr findet den Link zu diesem Buch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das Mittagsbuffet für die Teilnehmer setzte sich aus den ganzen Mitbringseln von Fanny zusammen. Dann gab es noch grüne Smoothies, Fruchtsmoothies, Bananen, Wassermelone und Mirabellen. Für das Abendbuffet haben wir dann auch bei Tobias zu Hause italienische Cracker hergestellt. Ich zeige euch mal hier die Zutaten. Da haben wir dann zwei große Fuhren zubereitet und über mehrere Stunden gedörrt. Und abends gab es dann diese Cracker beim Abendbuffet. Dann gab es noch riesige Portionen Zucchini-Nudeln mit Tomatensauce, rohköstlichen Hackbällchen. Da gab es auch noch ein paar Sprossen und Salat und dann noch die Reste vom Mittagsbuffet. Im Programm war auch eine kleine Wildkräuterwanderung mit mir enthalten und wir machten uns in der näheren Umgebung auf die Suche nach essbaren, wertvollen Wildpflanzen. In der zweiten Woche ging es dann weiter nach Gilching, das liegt bei München und da habe ich auch noch eine sehr schöne Zeit mit lieben Menschen verbracht in einer wundervollen Gemeinschaft. Und was mich besonders gefreut hat, an einem Tag kamen auch Ulrike und Jürgen von Deine Ernährung zu Besuch. Mit Ulrike habe ich auch schon einige Interviews hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Ulrike und Jürgen haben eine Fernausbildung zum Ernährungsberater mit Schwerpunkt Rohkost ins Leben gerufen. Eine wundervolle Ausbildung, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich setze euch den Link unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Mit Ulrike und Jürgen haben wir dann auch einen wundervollen Nachmittag verbracht. Natürlich auch wieder ein kleines Buffet erstellt mit verschiedenen Salaten, Sprossen und Früchten. Ich hatte für uns dann noch Mangos bei Jurassic Food bestellt. Da gibt es zum Beispiel aktuell eine sehr leckere Mango, die Mango Irwin. Die gibt es auch in Mini, also in
mittlerer Größe und in Mini. Und die Mango Irvin Mini ist ein genialer Snack für unterwegs. Wir waren ja dann auch beim Alpsee, haben dann eine Wanderung um den Alpsee gemacht. Das war auch ein wundervoller Ausflug und da hatte ich zum Beispiel auch Mango Irvin Mini dabei. Mit Mangos kann man zum Beispiel auch ein leckeres Dressing mixen, zusammen mit Paprika. Einfach nur Paprika und Mango mixen. Kürzlich hatte ich dazu auch das Rezept veröffentlicht, beziehungsweise hatte ich ein Video über Dressings veröffentlicht. Da habe ich euch 4 Dressings vorgestellt und das Paprika-Mango-Dressing war eins davon. Das schmeckt einfach perfekt mit grünem Salat und das haben wir dann auch oft im Urlaub genossen. In Girching habe ich einen lieben Freund besucht, den ich 2016 hier auf dem Leipziger Rohkost-Potluck kennengelernt habe. Es hat sich dann eine intensive Freundschaft entwickelt. Wir besuchen uns gegenseitig und dieser liebe Freund ist immer sehr inspiriert von unserer Küche mit den Vorräten und den ganzen selbstgemachten Leckereien. Und da hat er gesagt, wenn du das nächste Mal bei mir bist, dann machen wir das mal alles nach, dann will ich mal ein bisschen von dir lernen. Als erstes hat er sich zum Beispiel einen Vorrat an Trockenfrüchten, Nüssen, Kernen und verschiedenen Pulvern zugelegt. Da hat er das meiste bei Süß und Clever bestellt. Wenn ihr euch dafür interessiert, für die Produkte von Süß und Clever, ich setze euch einen Link unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Und mit diesen ganzen Trockenfrüchten, Nüssen und Pulvern haben wir dann auch einiges kreiert. Zum Beispiel haben wir erstmal Buchweizen und Sonnenblumenkerne angekeimt und die dann wieder getrocknet, sodass er immer einen Vorrat an aktivierten Buchweizen und Sonnenblumenkernen zu Hause hat. Dann haben wir auch verschiedene Nüsse, Mandeln, Walnusskerne, auch Kürbiskerne und Sesam eingeweicht, die auch aktiviert wieder getrocknet, sodass er immer einen Vorrat aus diesen Lebensmitteln zu Hause hat und damit hochwertige Zubereitungen in seiner Küche zubereiten kann. Wir haben zum Beispiel Schokoknusper zubereitet, das hat er schon hier bei uns zu Hause kennen und lieben gelernt. Wir haben glutenfreies Brot gebacken. Ich setze euch die Rezepte zu Schokoknusper und dem glutenfreien Brot mal unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr die Rezeptartikel im ersten angepinnten Kommentar. Dann haben wir Gomasio hergestellt, das ist jetzt keine Rohkost, das ist gerösteter Sesam. Da wird entweder schwarzer oder dunkler Sesam geröstet und mit etwas Salz gemixt. Das ist eine interessante Würze. Mein 16-Jähriger liebt diese Würze zum Beispiel zu seinem Salat. Dann haben wir noch eine leckere Karob Tonka Schokolade hergestellt. Dieses Rezept ist übrigens auch von Fanny, findet ihr auch in ihrem Buch. Und wir hatten jetzt keine Schokoladenform, da haben wir dann einfach Eiswürfelbehälter genommen. Es funktioniert auch ganz gut. Wir hatten jetzt auch keine gefriergetrockneten ganzen Früchte und haben deswegen Pulver aus gefriergetrockneten Früchten genommen. Er hatte dann eben Pfirsich da, Heidelbeer und Erdbeer. Das hat er sich auch bei Süß und Clever als Vorrat bestellt. Der krönende Abschluss dieses kulinarischen Augusts fand dann in Obertrebra in Thüringen statt. Dort gab es wieder einen kleinen, feinen Potluck bei der Fanny. Und da hatte ich die Kamera dabei und da seht ihr jetzt zum Schluss des Videos einen Überblick über unser rohköstliches Buffet. Damit verabschiede ich mich auch in diesem Video. Wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, ihr Lieben. Hier seht ihr schon mal unser feines Rohkostbuffet. Wir gehen jetzt noch mal kurz drüber und schauen einfach mal, was wir heute Leckeres essen dürfen. Wir fangen mal hier bei der süßen Seite an. Da haben wir hinten schon kleine Birnen, die wurden, und Mirabellen, die wurden wild gesammelt, wenn ich richtig bin. Genau. Dann haben wir hier so eine Mischung aus getrockneten Sonnenblumenkernsprossen mit Kakaonips und grünen Rosinen. Das ist wirklich eine feine, knusprig-schokoladige Mischung. Dann haben wir hier Schokoknusper, selbst gemacht, mit Schokolade aus Kakaobutter, Kakaomasse, ist Karob mit dabei, Kakaopulver, Dattelsirup. Dann sind noch Buchweizensprossen dabei, geschälte Hanfsamen, Mandeln, Walnüsse, Macadamianüsse, grüne Rosinen und etwas Vanille. Weiter geht's zu einer leckeren Alternative zu einer gewissen süßen Industriekost. Fanny, wie heißt das nochmal? Ranutas. Ranutas, also ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was das imitieren soll. Und ich denke, das ist eine besser als das Original. Also ich habe das schon mal bei einem anderen Potluck probiert, ne? Da hat es das auch schon mit. Also wirklich besser als das Original. Und es besteht aus welchen gesunden Zutaten? Aus Haselnüssen, gekeimten Buchweizen, Vanille, Mesquite, Dattelcreme, Banane, Mandelmilch und Flohsamen, also das ist die Basis. Und die Füllung ist eine Rotella-Creme aus Haselnussmus, Dattelcreme, Karob und Vanille. Also hört, du süßt auch nur mit Datteln, ne? Also es ist alles Datteln oder Yakon, genau, also eine natürliche Süße. Dann haben wir deine fantastische, ich schätze mal, Karob-Schokolade.
Genau, mit Mandelmus, Kakaobutter, Karob. Hier habe ich jetzt Jakonsirup integriert, dann Johannisbeerpulver und Kakaonibs. Dann haben wir noch ein paar Energiebällchen, zwei Sorten. Da haben wir erstmal so die dunklere Variante. Genau, das sind Schokopralinen aus Paranüssen, Cashews, Macadamias, Dattelcreme, Karob, gekeimten Buchweizen und Kokosmus. Dann haben wir hier was Helles mit Kokos. Genau, das sind Rohfaelos. Rohfaello. Kokosraspeln, Kokosmus, Kokosmilchpulver, Dattelcreme, Vanille und Mandeln. Dann eine leckere Erfrischung, die wir aber eigentlich, naja, Sommer, das fühlt sich ein bisschen anders an, aber wir werden das Eis trotzdem genießen. Das ist selbstgemachtes Eis, Fanny, und das besteht aus. Genau, Erdbeeren, Himbeeren, schwarzen und roten Johannisbeeren, Kokosmilch, Datteln und ein bisschen Limette. Dann haben wir hinten noch Brownies vom Joachim. Joachim, ich würde mal sagen Datteln, Mandeln, Kakao. Genau, also ganz minimalistisch, aber sehr lecker. Hier haben wir einen fruchtigen grünen Salat, den hatten wir schon mal bei den letzten Potlucks häufig auf dem Buffet stehen. Das sind verschiedene Früchte, Papaya dabei, Melone, ist auch Mango dabei. Ja. Mango, dann Feldsalat, Rucola und dann ist so ein, was ist da für ein Dressing? Ist es wieder so ein Innocent Smoothie, also wieder so ein fruchtiges Dressing und dazu kann man sich noch mit Frühlingszwiebeln oder frischen Koriander mit dazugeben und vermischen. Das ist jetzt hier so die herzhafte Ecke. Da hätten wir hier panierte Zwiebelringe, einfach Zwiebelringe, die werden in so einer Mandelmilch mariniert, einer selbstgemachten und dann mit Leinsamen paniert. Hier haben wir einen grünen Salat, da ist verschiedene Blattsalate dabei, Feldsalat, Rucola, Blattspinat, dann habe ich noch ein bisschen Gurke als so Bandnudelgurken, dann Rettichsprossen, Radieschensprossen, Alfalfa und dazu gibt es ein leckeres fettfreies Dressing und zwar habe ich da eine große Mango mit zwei Paprikas gemischt. Hier haben wir noch ein bisschen Gemüsesticks, Fanny, alles aus dem Garten. Ja. Alles aus dem Garten, da wäre grüne Zucchini, Gurke, Sellerie, Paprika, ein hellgelber Paprika, Gurke, Möhre und kleine Tomaten. Dann hier dein sehr bekanntes und beliebtes Eiweißbrot, das Genau. besteht. Dieses Mal wieder als Brötchen aus Mandelmehl, Leinsaat, Kürbiskern, Salz, Schabzigerklee, Bockshornklee, Curry und auch Paprika. Und hier noch, dazu schmeckt ein sehr leckerer Senf, Erdnussdip, der besteht nur aus vier Zutaten. Genau, Senf, Erdnussmus, Schnittlauch und Und dann Kokosmus. einfach die leckeren Blüten dazu. Hier haben wir so einen scharfen Dip. Markus, aus was besteht das? Weißt du das? Ah, besteht aus roter Paprika, Knoblauch, Salz und Chili. Also Meersalz und Chili kann man auch hier zum Gemüse mit dippen. Und dann haben wir noch einen würzigen Kokosnack. Da habe ich einfach junges Kokosfleisch mariniert in Tamari, Knoblauch und Paprika und das Ganze gedörrt. So, das ist erstmal unser Buffet. Wir haben da noch ein zweites Eis. Das ist gerade noch in der Eismaschine. Das werde ich dann auch noch mal kurz filmen. Guten Appetit! Das zweite Eis ist fertig. Das ist ein Tonka-Eis, also so eine Art Vanilleeis, aber mit Tonka. Die Zutaten sind Cashewnüsse, Datteln, bisschen Kokoswasser und Tonkabohne. Und dann haben wir dass es noch ein bisschen gestreckt wird, hast du noch ein bisschen Kokosmilch rangemacht. Das haben wir jetzt eine halbe Stunde in der Eismaschine gehabt. Und jetzt werden wir dieses leckere Eis genießen.